Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der 2. Der Staffel 2, genau. Sorry, ich bin ein bisschen daneben gerade. So, was war los? Wir haben im letzten Part den Laden aufgehabt, genau. Und haben uns ja diese ganzen Vorteile fürs Gespür geholt gehabt. Und Melissa hat auch wirklich die Kunden beziert, soweit es irgendwie möglich war. Volker ist gerade ein bisschen am Rumzaubern. Dem geht's soweit noch ganz gut, denke ich mal. Der hat komische Wünsche, wie mal wieder in die Abenteuerkarriere gehen. Und Melissa ist eigentlich gerade am Schlafen, hat aber hier so einen bestimmten Wunsch, den ich versuchen möchte, mal endlich in Gang zu kriegen. Und jetzt wollte ich noch mal was nachschauen. Wo haben wir denn unsere Wölfchen? Da haben wir Charlie. Charlie war doch hoffentlich einer von denen. Der ist relativ hoch mit den Werten. Haben wir sonst noch einen Werwolf da irgendwo dabei? Nee, wenn ist der einfach zu weit weg. Das hätte keinen Sinn. Da, Rudi hatten wir mal und keine Ahnung. Wir werden es mal mit Charlie oder so versuchen. Wenn es jetzt kein Wolf ist, habe ich Pech gehabt. Ja, aber nichtsdestotrotz, dafür müsste man da mal aufstehen. Sich vielleicht auch mal, nicht entspannen, Quatsch. Bin auf dem falschen Ding hier. Sich was anziehen. So, und unsere zwei Servos Roboter machen irgendwas. Was wollte, also sie wollen ja eine Spielzeugfabrik und keine Ahnung. Und er ist, mit den Blumen und Bäumchen zugange. Okay, alles klar. Und er möchte einen Wolf sehen. Ja, das können wir vielleicht gleich erfüllen, wenn das alles so funktioniert, was ich da vorhabe. Ich wollte jetzt noch gar nicht zu viel verraten. Aber wie gesagt, ich habe da was gesehen und ich will mal gucken, ob das funktioniert. Oh, wir können Hochzeitstag feiern. Mist! Machen wir Hochzeitstag? Nee, wir machen eine mehrtägige Party. Ich kann und will jetzt gerade keinen Hochzeitstag feiern, so ohne Vorbereitung und mit ohne Volker. Und das ist nicht so der Sinn der Sache, aber ich will mal was gucken, ob das wirklich so klappt. So, Charlie. Wir brauchen was, was Charlie heißt. Pollux, Rosalinde, Graf Dingsbums. Ach, warte mal, mach doch erstmal so. Vielleicht komme ich da schneller an die Leute ran, die ich suche. Ich will nur einen einzigen einladen. Weil angeblich soll das funktionieren. Max Bauer. Wo ist denn Charlie? Den kriege ich hier gar nicht angezeigt. Boah, das ist ja doof. Warum kriege ich den nicht angezeigt? Oder heißt der sonst anders? Chris, Hugo, Wladimir, Andrea, Tyson, Gärtner. Samantha, Larissa, Norbert. Gott, das sucht man sich aber dumm und dämlich, ne? Ich hoffe, das klappt noch irgendwie. Volker Massen, Gerd Meier. Wenn wir alles einladen könnten. Ich will doch nur einen Charlie einladen, Mensch. Lockermann, Hans-Peter, Paulsberg. Luna, irgendeine Professorin wird da. Och nö, jetzt, komm. Chantal, das erste mit CH, toll. Silke Schlösser, Mario Schreck. Wieso ist der so weit unten? Egal. Colin, irgendwas, Anton. Seibert, Vicky, Stefan, Christoph, auch CH. Aber das, worauf ich hoffe, ist hier nicht mit dabei. Sah das doch vielleicht beschiss. Oh Mann, oh. Ach Mann, ich glaube, das klappt nicht. Willi Wolf, wer bitte ist Willi Wolf? Der da. Ja, also so hat's schon mal nicht geklappt. Vielleicht doch noch bei A bis Z. Es ist ein bisschen doof. Ich hatte in einem anderen, wie soll ich sagen, Let's Play von jemandem gesehen, dass die auch einen Werwolf haben wollte. Und die hatte einfach eine Party gegeben und hat dann da den
Wolf eingeladen. Und der kam dann auch. Aber ja, ich habe den hier gar nicht in der Liste drin. Hier sind alles irgendwelche Leute. Es sei denn, der heißt anders, aber. Ach nee, wie soll ich denn den auch einladen? Der hat ja kein Telefon. Aber bei ihr hatte das geklappt. Deswegen war das so jetzt meine Idee gewesen. Wir hätten Charlie vielleicht übers Telefon einladen können. Zur Party zumindestens, weil die hatte Party gegeben und da ist er aufgetaucht. Aber ja, das funktioniert hier leider so nicht. Ach, ist das doof. Das ist echt blöd. Weil das wäre es jetzt gewesen, wenn wir dadurch an die Wölfchen rangekommen wären. Aber ich sehe hier auch nichts. Also, egal, das sind alles normale Menschlein. Also Sims. Ach, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, weil ich jetzt echt dachte, so käme man vielleicht an diese Wesen heran, die man ja sonst nicht so herkriegt, um sich mit denen ordentlich anzufreunden. Ja, wir könnten natürlich wieder Vampir werden, aber das bringt mir ja auch nichts. Sie möchte ja nicht Vampir werden, sie möchte ja Werwolf werden. Oh, ist das doof. Nee, wir haben sonst niemanden. Es wird kein Wölfchen angezeigt. Gut, dann hat sich das Ding erledigt. Dann machen wir es jetzt wirklich anders. Weil ich es eben gerade gesehen habe, dass wir Hochzeitstag feiern können. Dann muss aber Volker jetzt echt mal aufhören. Moment, wo ist er? Dann ändern wir einfach die Party. Komm mal da bitte wieder raus. Und zieh dir bitte mal ich weiß gar nicht, was er. Im Schrank? Fällt mir auch eben erst auf. Ja, zieh mal deine Abendkleidung an. So, du gehst auch mal hier hin und ziehst bitte auch mal deine Abendkleidung an. Ich hoffe, sie hat da was Ordentliches. Und dann machen wir jetzt aus der nicht vorhandenen Werwolf-Party eben eine Hochzeitsparty. Also einen Hochzeitstag. Machen wir es so. Ach, so ein Pech aber auch. Ich hatte echt gehofft, das würde funktionieren. Das hätte mich zwar gewundert, aber ja gut. So, zieh dich mal um. Nee, das ist doof. Ich hätte gerne, dass du das anziehst. Das sieht schick aus. Das ist was Feines. So, und dann zieh dich um. Abendkleidung. Zack. Und dann rufen wir die Family an und feiern Hochzeitstag. Soll mir recht sein. Party veranstalten, Hochzeitstag. So, dann machen wir eben das. Ja, lass mal deinen Mannequin durch. Ich höre dauernd das Wusch. Och, was ist denn jetzt wieder? Nee, nicht. Nee. Ach. Jetzt bin ich wieder viel zu durcheinander. Also, Samuel wird eingeladen. Phoebe wird eingeladen. Die Kinder natürlich. Klar, die dürfen auch mit. Nicole darf mit. Wie viel können wir denn einladen? Isabel, Anna. Wo ist Alex? Alex ist da. Anna ist da. Pollux ist da. Gut, okay. Geht noch wer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eine geht noch. Jo, die Michaela kommt auch noch dazu. So. Nee, warte mal, du, bitte Kleidungsstil, Abendkleidung. Gucke mal da. Und dann Glückwunsch! Was? Moment! Ach Mann, ich kriege ja nie was mit. Nee, das sieht hässlich aus. Du ziehst bitte das an. Moment, Pause. Ach, Glückwunsch! Melissa hat soeben ihr Lebensziel erreicht. Mal wieder. Zur Belohnung erhält Melissa bis zum Lebensende den Platin-Level. Also hat sich's ja doch gelohnt. Ist ja schön. Was machst du da gerade? Tanzen? Ja, das ist gut. Tanzt du mal eine Runde, dann können wir gleich die Leute, die kommen, mit dazu holen. Das ist wunderbar. Und du ziehst dich bitte auch noch schön um. Abendkleidung und dann kannst du hier mitmachen. Ja. Gucken wir mal. Ach Gott, nee. Ach, habe ich jetzt eigentlich aufgeschlossen? Moment, Moment, Moment. Stopp, 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 stopp. Ich will natürlich, dass die Leute auch hier reinkommen. Aufschließen. So. Nicht, dass die irgendwo rumlaufen. Das wäre dann auch ein bisschen blöd. Halt, stopp. So, und dann hier mitmachen. Kannst du mitmachen, mitmachen, mitmachen. Zusammen tanzen irgendwie. So, ja. Sie tanzt. Ach so, sie tanzt Volkstanz. Okay. So, mal gucken, ob jetzt irgendwer gekommen ist. Ich sehe keinen. Ah, ja.
kaputt. Halt, stopp, stopp, stopp. Die rennen ja alle ins falsche Haus, Mensch. Wahrscheinlich, weil ich zu spät aufgeschlossen habe. Und sie bestimmt einkaufen gehen wollen. So, komm mal her. Kann ich dir vorschlagen, mitzumachen? Ah, Leute, macht's doch nicht wieder so schwer. Was macht sie denn? Zusammentanzen. Ja, nee, das ist Mist. Kannst du die Leute herbeirufen? Herbeirufen. Gut, dann ruf erstmal alle herbei. Herbeirufen. Und hier auch herbeirufen. Haben wir da noch wen? Wo sind die anderen jetzt alle hin verschwunden? Wahrscheinlich ins Häuschen. Ja, natürlich. Kommt mal bitte alle rüber. Wir haben drüben Party, nicht hier drin. So, ist noch wer in dem Häuschen gelandet? Ah, das ist jetzt immer so ein Haken, ne? Hätte ich da lieber mal zugemacht. So. Okay, so, kannst du mal irgendwie gratulieren oder sowas? Bewundern. Ach komm, nicht zur Dings rennen. Und vielleicht mal tanzen hier. Tanze. Und du tanze auch mal. So. Was hat sie denn jetzt für Wünsche? Ein Verwandter verlobt sich. Streich spielen will sie, jemanden überreden, einen anderen zu unterhalten und jemanden überreden, einen anderen Wert zu schätzen. Okay, wo bist du denn? Gucken wir doch mal. Mach mal, unterhalten Insiderwitz und quatsch mal kurz mit den Leuten. So, und du bist du jetzt am Tanzen. Oh Gott, sorry. Tut mir leid, aber es ist immer so, bitten zu gehen. Nee, bitten mitzumachen. Genau, du machst jetzt das Ding, dass wir bitten mitzumachen. Ermutigen. Bitten mitzumachen. Du bitte auch. Bitten mitzumachen. So, haben wir noch irgendwen jetzt hier? Ach, egal. Das wird schon. Und unsere Roboter dürfen heute mal machen, was sie wollen. Ne? Ihr wisst schon, wie ich meine, was ich meine. So, kann ich dich mal überreden zu? Unterhalten. Wie heißt die andere? Phoebe. Ach nein, Volker! Ah! Volker, ehrlich, ich werde noch wahnsinnig mit dir. Ziehst du bitte wieder deine Abendkleidung an? Wir haben hier einen Hochzeitstag und kein Tai-Chi-Treffen. Ich fass es ja nicht. Dann kannst du hier mal quatschen und mal fragen, wie es ihm so geht und meinetwegen über Hobbys reden. Wie geht's denn deinem... Ach, Naturdings, ist ja egal. So, und du kannst dann meinetwegen mal mit Isabel tanzen oder so. Oder meinetwegen auch mit Serva, ist mir jetzt egal. Kann man dich auch überreden zu irgendwas? Wertschätzen. Anna oder Alex. So. So, und dann quatschen wir hier auch mal ein bisschen und da halt einen Witz erzählen. Ah, ihr macht da gerade... Achso, wo bin ich denn? Heiliges Kanonenrohr. Nicht übel. Ja, mal ein bisschen quatschen über... Was können wir mal quatschen über die Kochkunst? Und was weiß ich? Ah, wertschätzen heißt Rückenkraulen? Oh Gott, ja. Können wir dich vielleicht mal überreden zu reden mit? Wer ist das da? Isabel. Kann das sein? Ja. Okay, quatsch mal mit Isabel. So, sorry. Musste mal kurz husten. Wir gehen mal kurz ans Telefon. So. Was macht Volker? Volker, kann hier mal unterhalten. Breakdance. Hopp. Mach dich nützlich, Guter.
Kann ich Volker sprechen? Nee, der hat gerade Party, der hat Hochzeitstag. Und auch mal reden, plaudern. So. Du kannst. Wo bist du denn? Ach, wo ist sie denn? Sie redet noch mit Samuel? Oder was macht sie da? Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, Essen servieren ist auch eine gute Idee. Ach Gott, Leute. Ich kann nicht mehr. Aber wir haben die Hütte voll. Das finde ich mal gut. So, was machen denn unsere Roboters? Die machen auch irgendwas. Er ist immer noch mit seinen Pflanzen beschäftigt. Na gut. So, dann nimm du dir bitte auch mal Truthahn. Hast du dir Truthahn genommen? Ja, gut. Okay, Juhu, du könntest, warte mal kurz. Ah, das ist mir zu viel Gewusel hier. Hier mal mit Anna quatschen, reden, wie es ihr so geht. Bisschen über Hobbys reden. Warte mal, was mag denn Anna? Kunst zum Beispiel und auch mal unterhalten oder so. Witz erzählen. So, du bist noch mit den Pflanzen beschäftigt und du redest gerade mit ihr. Gut. Und dann darfst du dir auch einen Truthahn nehmen. Ja. Juhu, nicht übel. Okay. Isabel tanzt da noch rum. Der können wir auch mal quatschen über Hobbys, Musik und Tanz. Du machst dich da kaputt, Mädel. Witz erzählen, vielleicht kann sie ja mal mit irgendwem quatschen. Überreden zu, reden mit. Samuel. Ja, was haben wir denn hier? Mit Pollux spielen willst du? Nicole einen Streich spielen, Pollux einen Streich spielen. Ach, sie hat ja nur so komische Wünsche. Was hat er denn hier für Wünsche? Er hat ganz normale Wünsche. Okay. Ja. Okay. Klasse Stimmung. Okay, Anna, wie geht's dir denn, Mädel? Lass dich mal umarmen. Ja, freundschaftlich. Was ist jetzt kaputt? Beschwerde anhören. Ach, wegen dem Geschäft. Das ist jetzt natürlich der Nachteil bei sowas. Anna, ich wollte dich mal umarmen. So, warte mal, wo ist denn der andere? Sie wollte mit Pollux. Wo ist Pollux? Ach, Leute, ich verliere den Überblick. Oh, da hinten sind ja auch noch welche. Hallo, wer ist denn da hinten? Phoebe ist da. Und Alex ist da. Er säuft gleich, oder was? Alex, du ersäufst mir nicht, gell? Du bist gut und gerne drauf und was weiß ich nicht noch. Wo ist Pollux zum Beispiel? Ich suche ihn. Find ihn nicht. Ach, da oben. Ja, toll. Komm mal her, du. Lass dich auch mal knuddeln. Spielen. Komm, ich kitzel dich mal. Kennen wir das noch? Kennen wir uns noch? Und mal, unterhalten mit einem Insider-Witz. Und was weiß ich. So, Volker, kannst du auch irgendwas Sinnvolles tun? Du könntest mal mit Anna quatschen. Jo. Spielen, kitzeln. Und auch mal unterhalten, Insider-Witz. Dann kannst du auch mal überreden oder so. Ja, singt mal das Piratenlied. Genau, ihr zwei. Row, ho, ho, a light be lady free. Smail in ferny silda, a oma zubali. Ach, wie schön. Sehr fein, sehr fein, sehr fein. Gut, was macht Melissa? Hat sie ein paar Wünsche erfüllt? Kriegt. Nee, 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 nee. Warte mal, was willst du jetzt? Pollock schätzen. Ja, dann schätze ihn halt mal. Bewundere ihn. So, was haben wir hier mit Peter an, Freunde? Der ist doch gar nicht da. Und wer ist das da? Carsten auch nicht.
Okay, gut, dann mach. Und da das ja eine Hochzeitsparty ist, oder ein Hochzeitstag, würde ich sagen, was noch fehlt, ist hier natürlich. Mal ein bisschen flirten. Und sowas ist das wieder. Beschwerde, ne? Ne, wir hören uns heute keine Beschwerden an. So, komm mal her runter. Ach, wo ist sie denn? Ach, muss er sich jetzt Beschwerden anhören? Und das Ball werfen? Nee. Beschwerde anhören machen wir auch nicht. Wo ist denn Melissa, um Himmels Willen? Melissa? Wo steckst du denn? Wo kommst du denn jetzt her, Mensch? Party ist gleich rum. Wir haben noch nicht mal groß geflirtet oder so. Meine Güte. Ja, gut. Okay, aber immerhin, wir hatten eine klasse Stimmung. Ach, wie schön. Danke fürs Kommen, Leute. Sehr schön gewesen. Wir haben Goldhochzeit gefeiert. Ha! Immerhin etwas. Dann können wir auch noch mal ein bisschen tratschen. Mit dem Alex haben wir, glaube ich, jetzt überhaupt nichts gemacht. Aber ja, gut. Können wir uns mal romantisch umarmen und ein bisschen zärtlich küssen und sowas. Ach Gott, in ihrer Abendkleidung sehen die beiden echt cool aus. Was? Muss man so. Oh, ist das schön. Guck mal, wie schön das aussieht. Und er glitzert und sprüht Funken und was weiß ich nicht. Und ihr steht mir im Weg, Leute. Ja, während die anderen zwei da Volkstanz oder was tanzen, knutschen wir uns mal, ne? So, okay, das war immerhin was. Was hat sie denn jetzt wieder für einen Wunsch? Leiterin der SCIA werden. Schon wieder jemand, der sowas machen will. Ich glaube, es geht los. So, passt mal auf, ihr zwei. Du könntest dir vielleicht noch, immerhin ist ja Hochzeitstag, dann nimm dir doch zum Nachtisch noch so einen schönen Wackelpudding. Vielleicht hat Volker auch Lust auf noch einen Wackelpudding. Könnt ihr mal machen. Und ihr zwei, ihr esst ja eh sonst nie großartig. Ihr könnt auch mal einen Salat essen oder sowas. Du kriegst einen Salat, du kriegst einen Truthahn. So, was ist jetzt kaputt? Was ist das? Ach, was? Irgendwas. Keine Ahnung, was du da gerade tust. Und du kannst auch mal aufhören. Esst mal was, holt euch was. Setzt euch nochmal zusammen ein bisschen hin. Und redet über die ach so tolle Party. Okay. Ah, schön mit ihren Abendklamotten. Das sieht richtig schick aus bei uns hier. Ja, fein. Ach, schön. Das hat doch gut geklappt. Auch wenn mein eigentlicher Plan nicht so ganz funktioniert hat. Aber naja, was soll das, ne? Man kann nicht alles haben. Aber unverhofft kommt oft. So konnte ich wenigstens wieder ein Nebenziel erreichen. Ja, wirklich. Insofern ist das immer gut. Nur jetzt ihren letzten Lebenswunsch, den wird sie nicht mehr erfüllt bekommen. So, du gehst schon mal auf Topf. Bitte benutzen, Hände waschen. Und dann gehst du schon mal ins Bett. Schlafen. Du bist nämlich auch müde. So, sie ist noch am Essen. Sie braucht ein bisschen länger, weil sie natürlich sich dabei unterhält, wie sich das gehört. Oh, und sie kriegt von Serva gerade ein Kompliment über ihr hübsches Kleid. Das ist schön. Oh, und dabei haben die beiden sich auch angefreundet. Wie nett, wie nett. Ja, man sollte öfter Party schmeißen. Das bringt scheinbar was. Ja. So, jetzt müssen wir nur noch warten, dass Volker da mal fertig ist mit auf Toilette gehen. Und dann kannst du auch mal auf Toilette gehen. Du könntest aber auch mal ausschalten hier. Das wäre mir mal ganz recht. Mach erstmal den Dings aus. Und dann gehst du bitte auf Toilette. Anschließend. Entschuldigung. Gott, so schnell konnte ich eben gar nicht reagieren. Anschließend Hände waschen und dann auch ab ins Bett. Und unsere zwei können dann hier aufräumen. Das ist eine ganz tolle Sache, ganz tolles Teamwork, was wir hier machen. Ja, genau, du räumst da auf, du räumst woanders auf. Gut, macht ihr das. Ganz, ganz toll. Und dann könntet ihr ja, naja, was mache ich denn jetzt? Ein Wolf sehen ist nicht, ne? Ist ja keiner da, das ist das Problem. Du könntest mal, was mache ich jetzt mit dir? Oh Gott, das ist so schwierig.
Eigentlich mache ich dich einfach nur aus, oder? Wo bist du denn überhaupt da hinten? Ja, komm, dann mach dich ausschalten. Nee, nicht aufbrezeln, um Gottes Willen. Ich stripp auch heute immer nur daneben, so abschalten du. Und du, Mädel, gehst auch noch mal rein und kannst dich dann hier auch abschalten. Und dann müssen wir diesen Part beenden, weil ich bin schon wieder mit der Zeit drüber. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Ist leider wie immer, ne? Aber ich hab Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich bin froh, dass das noch geklappt hat mit der Party. Ja, und wie das so weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.